Ja, hallo liebe Aufrufer, hier ist noch eine Lichtgeschwindigkeit heute an diesem wichtigen schönen Tag. Das ist der Sonnabend am 29. Dezember 2012 und wir sind nicht wie bei armen Leuten. Ich zünde nochmal die Kerzen an. Das hört dann bald auf, weil meine Kerzen jetzt zu Ende gehen. Ich habe schon bei dem Versuch Nachschub zu beschaffen, zumindest das Problem bekommen, ich wollte gerne rote Kerzen haben. Baumkerzen habe ich nicht bekommen mir. Es waren dann die weißen. Und die gehen jetzt zu Ende und ich möchte vielleicht Folgendes sagen. Dieser Beitrag ist gewidmet einem lustigen Einfall, den ich im Jahre 1974 hatte. Und er ist gewidmet dem Kandidaten der SPD, Per Holzbrück, der ständig Dummheiten absondert. Und dazu komme ich gleich, das geht ganz schnell und ganz kurz. Und deshalb mache ich doch vorher noch mein Lieblingslied. Hoi, Signorina, hoi, Tarantina, hoi, Signorina, fai la lila. Also, der Holzbrück, das Thema ist bei GMX auf meiner Startseite jetzt den ganzen Tag schon immer aufleuchtet. Steinbrück, Doppelpunkt, Kanzler sind unterbezahlt. Jetzt weiß ich nicht, wer das formuliert hat, ob das so wörtlich von Steinbrück ist. Es soll morgen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen, ein Interview zum Thema Kanzler sind unterbezahlt. Es sieht aber so aus, da ja der Steinbrück selbst als Kanzlerkandidat antritt, stellt er sich vor, es nicht zu schaffen, dass die Kanzlerin Merkel abgeschafft wird, sondern dass er zusätzlich Kanzler wird. Und dann gibt es zwei, kann man also in der Mehrzahl sagen, die Kanzler sind unterbezahlt, in der Annahme, dass wenn er Kanzler ist, er dann besser bezahlt würde als die Bundeskanzlerin jetzt. Ansonsten müsste es ja heißen, die Bundeskanzlerin ist unterbezahlt. Also Kanzler sind unterbezahlt. Gut, das ist dennoch ein wichtiges Thema, denn die Bezahlung ist ja nicht eine Leistungsvergeltung, sondern sie hat ja ganz viele Aspekte, insbesondere den der Symbolkraft. Ein Mensch, der schlecht verdient, wird in der Gesellschaft schlecht anerkannt. So ist es tatsächlich. Es ist unwahrscheinlich schwer, wenn man nichts verdient, anerkannt zu werden. Wenn man als Kanzlerin ein Zehntel verdient von einem Sparkassendirektor, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Sparkassendirektor sich nicht besonders, ja und so weiter und so fort. Und das finde ich unwahrscheinlich bedeutend am Beispiel des Kanzlers, der Frage, was verdienen Chefs, nämlich auch in Bezug auf die schlechte Bezahlung von Lehrern und die schlechte Bezahlung von Polizisten. Ich sage das immer wieder gerne, ich bin der Meinung, Lehrer müssen höher bezahlt werden, damit das Ansehen der Lehrer in der Gesellschaft höher ist. Denn von einem angesehenen Lehrer kann man besser lernen. So ist das. Die Kinder kriegen mit, dass der Lehrer gering geschätzt wird von der Welt, von den Menschen, von den Erwachsenen und schon haben die Kinder keinen Respekt vor dem Lehrer, also können sie nicht lernen. So ist es. Der Polizist kann sich nicht mal eine Wohnung in der Stadt leisten, der wohnt in Fürstenfeldbruck, wenn er in München seinen Schichtdienst macht. Wie sollten die Leute vor dem Polizisten, der wenig verdient, Respekt haben? In der Folge werden dann Polizisten, wenn es sich anbietet, Gastwirte mieten eine Kneipe und verzichten auf den Staatsdienst bei der Polizei. Ja, Polizei muss ein angesehener Beruf sein, dann ist auch für den Polizisten als Schriftgelehrter eine ehrenvolle Angelegenheit, seinen Dienst zu tun und auch korrekt zu sein. Wir haben im Moment das, was man rechts nennt bei der Polizei, eine starke Tendenz. Das hat was mit Wertschätzung in der Gesellschaft zu tun, beziehungsweise mit Geringschätzung. Gut, ich will mich nicht vertun jetzt hier mit dem Steinbrück, wenn er meint, Kanzler sind unterbezahlt, möchte ich ihn erinnern, Herr Steinbrück, Sie werden nicht zweiter Kanzler, es wird wieder nur einen geben und dann wäre das Thema, ist der Kanzler unterbezahlt und das kann man ja diskutieren. Die monatliche Entgeltung für die Bundeskanzlerin Merkel, wie ich gehört habe, wird jetzt auf 17.000 Euro im Monat erhöht. Davon kann man ja schon mal zweimal warm essen am Tag. So, das andere, was ich sagen wollte, ist nun der Witz aus dem Jahre 1974. 1974, natürlich erinnere ich mich genau, war der Montini aus Mailand Kardinal der Papst Paul VI. Im Vatikan. Montini, so. Und man sagte,
Das ist dann etwas mehr als Kolportage. Der Herr Montini sei aber homosexuell, also ein schwuler Papst. Dann gibt es in dieser Wochenillustrierten Der Stern immer vorne so zwei Bilder mit so Sprechblasen, da wird jemandem etwas in den Mund gelegt, was der eine zum anderen sagt und so. Und da war dieser Papst abgebildet mit einem, mit so einer wunderbaren Federhaube, mit der prächtigsten Federhaube aller Zeiten, ein amerikanischer Indianerhäuptling, Vertreter von irgendeiner aussterbenden Indianerreservatsgruppe in Amerika, zu Gast beim Vatikan. Also der Papst in seinem Flitterkram empfing den Indianer ebenfalls in einer Indianeruniform. Und irgendwie, wir waren im Atelier bei Egon Neubauer, dem Maler in Hannover, und guckten das an und betrachteten die Bilder und so weiter. Und irgendwie kam ich auf die Idee, auf diese Bilder im Stern, auf die Idee zu sagen, jetzt weiß ich, warum Päpste nicht heiraten. Und so, wie kommt man auf so eine blöde Idee? Weil es immer nur einen gibt. Und wir haben so unglaublich gelacht. Wir haben wirklich minutenlang um Atem geringt. Das Hintergrund, Spannungsthema war dabei, ja, dieses Mitwissen, dass dieser Papst zumindest homosexuell ist, also die Idee, wenn es mehrere gäbe, könnten die ja auch heiraten. Nun müssen die ja gar nicht nur dann heiraten, wenn sie homosexuell sind. Es können ja auch heterosexuelle Männer heiraten. Die Bedingung bei dem neuen Heiratsrecht ist ja nicht der Geschlechtsbetrieb, sondern die Absicht zu heiraten. Es können also zwei Männer heiraten, die außerehelichen Sex mit Frauen pflegen oder so. Also ich weiß nicht genau. Jedenfalls meine Idee, wenn man das mit dem Heiraten schon haben will, aus gruppenspezifischen Gründen, dann kann man natürlich dann das Ganze auch ausweiten. Warum sollen nicht Dreiergruppen heiraten, Fünfergruppen, Gemischte und so weiter. Gut, so viel wollte ich also sagen. Per Steinbrück ist der Meinung, Kanzler sind unterbezahlt und ich finde, er müsste erstmal schauen, dass die Kanzlerin unterbezahlt ist, und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Fall, ob die Kanzler Päpste heiraten dürfen. Ja, also unter der Bedingung, dass die sich mal alle treffen, würde das möglich sein. Damit beende ich hier meine wunderschöne Lichtgeschwindigkeit. Danke für den Aufruf und bis zum nächsten Mal.